Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir den Vendolinus Rundweg. Er ist etwa 8 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann kommt mit. Wir laufen gerade durch St. Wendel und hoffen gleich, dass wir aus dem Ort rauskommen und ab ins Grüne kommen. Dies ist der Wendelsbrunnen. Er ist Teil der Vendolinuskapelle. Gleich laufen wir am Vendolinushof vorbei. Momentan laufen wir auch parallel zum Premium-Wanderweg Tiefenbachpfad. Dieser ist auch auf jeden Fall zu empfehlen. Es sind jetzt noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir wieder in unserem Auto. Die Tour ist für Anfänger geeignet und für einen kleinen Spaziergang im Winter ist es auf jeden Fall lohnenswert. Ich bedanke mich wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einen Daumen hoch und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Momentan laufen wir auch parallel zum Premium-Wanderweg. Es sind jetzt noch etwa 2 Kilometer, dann sind wir wieder am Auto. Die Tour ist für Anfänger geeignet und auch im Winter für eine kleine